Mehr Gurken für das Land. Warum Fahrradfahren nix für dicke Leute ist. Und unsere Preisfrage: Warum haben Sie diesen Kanal noch nicht abonniert? Willkommen, liebe Zuschauer daheim am Bildschirm. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich besonders gerne Spaghetti mag. Ja, meine Freunde, willkommen bei Max Speed Shop. Pass auf, ich habe ja erzählt, ich will wieder ein bisschen in das Autohandelgeschäft wieder rein. So langsam sind wir ein bisschen kalt geworden, ne? Sind faul geworden, ruhig geworden. Naja gut, wir hatten auch hier, D-Max-Zeit ist ja immer noch aktiv, wir machen auch viel mit D-Max und so. Hatten auch gar keine Zeit dafür, wir müssen auf eure Content produzieren, auf YouTube und dann auch die Fernsehserie drehen. Ist klar, wann. Aber wir haben uns entschieden, jetzt geht es langsam wieder los, wir starten unser Autohandel wieder. Und hier braten wieder Karren zusammen, flicken wieder Gebrauchtwagen, machen natürlich auch unsere Projekte, haben noch einiges geplant. Also ist es nicht so, dass ich jetzt auf mega Druck jetzt hier arbeite. Also langsam aber sicher müssen wir wieder anfangen, weil viele fragen mich, Max, wo sind eigentlich eure Gebrauchtwagen hin? Weil Alter, ihr habt ja recht, wir haben keine Gebrauchtwagen, wir haben nur Scheiße, gar nichts. Jetzt haben wir ein paar neue Autos geholt. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Golf 4 da geholt, den einen da, den anderen macht Gordon gerade fertig. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, die gehen beide eigentlich noch klar. Das ist natürlich beides als Gurken mit Wartungsstau, allem drum und dran. Das sind keine Top-Gebrauchtwagen, aber schon mal 2-3 Jahre kann man die reiten, schätze ich. Also Preis-Leistung ist okay, dann, wenn es günstig ist. Dann haben wir doch den hier, das heißt den nochmal, den Nissan Micra vorne stehen, haben wir schon ewig stehen, die Kiste. Ich habe noch einen Ford Explorer, habe ich noch auf dem Hof rumfliegen. Ein Passat habe ich noch, ein 3B, also habe schon viel gesammelt. Und heute geht es um ein Opel. Das ist das Ding Safira A. Das ist so ein Bus-Ding. Haben wir schon mal ein paar Mal gehabt, aber noch keiner war gut. Ich glaube, mit einem 1,6 V-Motor drin und der klappert. Also nicht gut. Aber Preis soll nicht so teuer sein. Er soll jetzt noch vorbeikommen und den Rest handeln wir so aus. Also das klingt eigentlich ganz interessant. Deswegen habe ich mich entschieden, erstmal ins Dunkeln zu laufen und richtig zu stressen. Dann ist mein Kamera-Akku zu tauschen und dann mich meinen Abschleppwagen zu schwingen, um mit euch nach Wilhelmshaven zu fahren und die Kiste angucken. Wer hat Bock? Ihr nicht? Ich auch nicht. Gut, also los geht's. So, bevor wir los von dem Wasser gucken bei dem Ding, bei dem LKW, weil ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass mein neuer LKW Wasser frisst. Bin ich ganz sicher tatsächlich, aber ich hatte schon mal, wo ich ihn gekauft habe, haben wir da locker 3 Liter nachgeguckt oder 4 Liter oder irgendwas. Und das letztens, wo wir fertig losgefahren sind, damit haben wir auch noch mal richtig fett nachfüllen müssen. Also ganz komisch. Alter, aber da kann ich irgendwie nicht schnacken. Mein Hals ist voll verklebt. Ich habe hier noch meine Reisetasche am Start. Die packe ich jetzt erstmal ins Auto rein. Ich will gar nicht verreisen, sondern ich war auf dem Staudersfeldrennen gestern. Und wir haben da auch gepennt. Dementsprechend habe ich meine ganzen Klamotten halt damit gehabt. Ne? Weißt du, Schlafutensilien, meine Haier, mein Nuki, meine Milch. Weißt du, dieses ganze, was man so als erwachsener Mann braucht. So, komm, ich guck mal eben kurz, ob alles passt. Ich habe gutes Gefühl, der ist randvoll, der Behälter. Und mein Vater und ich sind mit dem Ding auch nochmal 100 Kilometer fast gefahren. Also ich glaube, meine Befürchtung, die bewahrheitet sich nicht. Ich glaube, der ist doch in Ordnung. Weil der ist genauso randvoll, wie ich ihn gemacht habe letztes Mal. Schon mal ganz cool. Mal Öl gucken. Ich kenne ihn ja noch nicht, weißt du. Nachher säuft da irgendwie ein Loch und dann stehe ich da wie blöde mit dem Teil. Aha. Öl ist halt voll. Also alles gut. Ich will mal sagen, dann können wir unsere LKW-Exkursion starten. Hä? War der mal rot? Alter, ist auch wild, ne? Der LKW war ursprünglich rot, sieht man hier. Da wurde der gelb lackiert wegen ADAC und dann habe ich ihn grau lackiert. Ich glaube, da tun so einige Farben durch, die arme Sau. Aber der ist wenigstens drin lackiert. Ich habe ihn ja nur hier von außen angeduscht, also auch auf Fuschbasis. Ich werde mal die Tage mal Justin fragen, ob er ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Bock hat, nach der Schule mal hier die Türen in schwarz auszustreichen. Und das schiebe ich schon Ewigkeiten vor mir her. Das sollte ich vielleicht outsourcen. Wisst ihr, was ich meine? So, komm, Tor auf, LKW an, los geht's.
Freunde, auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Da bin ich ja gespannt, ob sich das lohnt, wa? Mal gucken. Vielleicht ist es ein cooles Geschäft. Oder es wird eine richtige Krücke und wir greifen vor allem die Scheiße und lassen die Kiste da einfach stehen. Dann ist aber die Frage, ob der noch Original-Cut hat oder irgendwas oder irgendwas Verwertbares dran hat, dass sonst lohnt, den vielleicht nach Udo zu bringen oder so. Und gegen was anderes zu tauschen. Das war auch eine Möglichkeit. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Mal gucken, was passiert. Scheiße, aber ich habe die falsche Codenummer dreimal auf eingegeben. Da waren zwei Nummern auf dem Zettel. Ich habe auch die andere nicht gesehen. Jetzt aber 24 Stunden warten, bis mein Radio wieder frei ist. Was ist Scheiß? Naja, wir sind jetzt in Sande. Wir haben es leider für den Hafen geschafft. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da mit der Kiste auf uns wartet. Und wie schlimm er ist. Aber die Musik kommt jetzt vom Handy jetzt gerade, nicht wundern. Und so. Ja. Also, kalt. Kalt läuft da wie Sau. Ja, wie unten. Kannst so durchladen, hab voll Bock, die Kiste. Ja. Das war schon mal gut. Aber der klingt auch so, der klingt so, als wäre vorbei. Aber ich denke auch irgendwo am Kopf, irgendwas klappert da. Ich schalte mal kurz runter. Ja. Wenn ich den Öldeckel abmache und der eine Zeit lang gelaufen ist, der hat richtig Unterdruck gemacht. Und dann wollen sie mir alle erzählen, die Kompression ist im Arsch. Nee. Die wollen alle nur günstig die Karre haben. Das hat nichts mit Kompression zu tun. Sondern? Das glaube ich auch nicht. Aber gut, das ist irgendwas. Irgendwas am Kopf ist das bei dem Ding. Bin mir ganz sicher. Irgendwas. Nicht alle einen Moment. Nee, es ist wieder am Kopf. Da wird irgendwas mit. Also entweder was du sagst mit dem Steuergerät, könnte natürlich auch sein, dass er irgendwo einen wegtickert. Guck mal, wenn er heiß ist und dann rumruppelt, dann ist doch logisch, dass der da irgendwo ein paar Macken reinkriegt. Das ist auch Fakt, das ist Fakt. So, und der Sprit will ja irgendwo hin. Der Sprit will irgendwo hin. Also geht er in die Wanne. Ja, der läuft zu fett. Ja. Der kann aber auch so fett laufen, wenn der Benzindruckregler in den Arsch ist. Mal, der kann so fett laufen. Vierter Gang und der rüttelt einfach vor sich hin. Wie er klappert, geil. Klapper. Ja, wie ein Schiffswiesel. Ich muss aber den Sound geben von der Kiste, das klingt echt gut. Groß und geil genug. Wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, würde man sagen, der hat einen Pleuellagerschaden. Hat der aber nicht. Das ist irgendwo. Wie Sau. Alter, das Geräusch hat er vom Kopf, 100%ig, denke ich auch so. Ja, aber nicht neue Kette. Nee, Kette ist das nicht. Kette wird es bei der Abtouren. Wasser verliert er nicht. Tritt mal, guck mal hier mal einen Gasstoß. Warte, ich stelle mich mal hin. Guck, ob er nachtourt. Komm mal, gib mal so einen Gasstoß. Das ist Kette. Kette. Gehört? Kette. Nochmal? Siehst du, wer da rasselt? Da rasselt er. Hat so bei 2000, 2500 fängt er an, weniger zu rasseln. Alter, das kann aber. Ich weiß jetzt auch, was das ist. Pass auf. Er hat Alzheimer. Ich weiß, was das ist. Ich glaube, wenn der kalt ist, ist ja der Öldruck höher, weil das Öl dicker ist. Richtig. Ne? Dann ist der. Vermischt. Pass auf, wir sind noch nicht fertig. Dann ist der Kettenspanner besser gespannt und die Kette hat mehr Spannung. Der Motor läuft besser. Ja. Und irgendwann, wenn der warm wird, wird das Öl ja dünner, bekanntlicherweise. Ja. Pass auf. Viskositätsgeschichte. Genau. Öl wird dünner. Was hast du dann? Dann ist die Steuerkette lockerer, dann passen die Steuerzeiten nicht so ganz, weil er so ein bisschen hin und her rödelt. Mhm. Und dann geht er durcheinander. Und dann läuft die Karre nicht. Und wenn er dann heiß ist, macht der Steuergerät richtig. Genau. Zu, und dann kackt er rum. Richtig. Das ist das, Alter. So, das ist die Kette. Wilde Probefahrten kannst du. Geil, Mann. Der läuft. Ja, fahren tut er. Aber ups. Bomben in den Opel da eben rein. So fährt man Auto, so habe ich das bei Holger gelernt. So fährst du jeden Tag. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Total geil, Mann. Absolut weißt geil. Mal, bei Olds war das ja so, der konnte ja auch noch Ding hier machen. Ne? Ja. Oder hier dann so nach vorne. So. Guck mal, der zieht. Mach mal das Motor an, mach mal die Haube auf und gib dann mal einen Gasstoß. Ich geh jetzt richtig rein, nur Standgas. Ja. Alter, ich gebe dir Brief und Siegel. Brief und Siegel, das sind die Steuerzeiten. Ja. Den kriegst du nicht weg. Der ist jetzt auf 500 fast. Alter, ich schwör dir, wenn du jetzt... Ja, 500. Und dann wollen sie mir erzählen, Kompression und dies und das. Nein, das ist die erzählen, wie man fährt. Das ist die Kette ist im Arsch bei dem Ding. Nur die Kette und Steuergerät. Ja, das Steuergerät muss es ja nicht sein.
Der Steuerrechner kriegt ja falsche Werte, wenn die Steuerzeiten nicht passen. Weil ohne Steuerzeiten kein Steuerrät. Ein 6er Steuerkette wird schwer, wenn du einen Zahnriemen hast. Guck doch mal, der Unterschied zwischen einem Zahnriemen und einer Zahlenkette. Guck dir das mal den Deckel an, siehst du, das ist ein Riemen drin. So ein Gummiding, ne? Das sieht bestimmt aus wie ein Keilriemen, sieht ein bisschen aus, mit Zähnen drauf. Und der steuert die Steuerzeiten. Und wer weiß, was gemacht worden ist. Meine vorige hier. Ich rolle nochmal zurück. Das passt nicht, was ich gesagt habe gerade eben. Aber hätte sein können, wenn er warm ist mit der Kette, das passt nicht. Wäre mal interessant. Das Geräusch, was du hast, ist irgendwo am Kopf. Und ich gehe auch davon aus, dass das irgendwas. Also ich glaube gar nicht mal, dass der ein Arsch ist. Genau wie du auch glaubst. Nee, ich bin mir sicher. Dass wird da irgendwas, wird da sein mit Benzindruck, beziehungsweise mit einer Lambda-Sonde, dass irgendwie ein Wert nicht passt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass der Motor noch ziemlich geil läuft. Also das Projekt ist ziemlich witzig auf jeden Fall. Weil ich habe ja mit dem Konstantin heißt er, ja. Der hat sich richtig vergrößert von Rastede, hat er jetzt richtig groß mit Halle und zwei Hebel. Ja, ja, ja. Ich habe mit ihm gewettet, wenn die Karre die 10.000 nicht schafft, dann komme ich mit einer Kiste vorbei. Und er ist auf den Deal eingegangen. Ja, die meinten auch zu viel Öl, weil logisch, da ist jetzt Benzin mit im Bett. Ja, ist ja klar, du füllst ja mal nach, sieht man ja richtig. Der hat richtig Sprit, der läuft viel zu fett, der Motor. Das merkst du aber auch, wenn er warm läuft. Wahrscheinlich, wenn er warm ist und du Gas gibst, der haut richtig schwarzen Qualm hinten raus. Wenn du Bock auf den Motor hast. Wäre mal ein interessanter Motor auf jeden Fall. Sehr interessanter Motor. Lernst du was dazu? Ich habe recht und du kriegst ein Gurkenglas oder so. du willst auch. Sternzeichen? Ja, Skorpion. Steinbock. Siehst du? Kollegen. Das Geräusch kommt irgendwo von hinten. Also ich gehe mal. Da ist ein Hamster drin, der sich im Rad verklemmt hat. So ähnlich. Nee, da wird irgendwo quer da eine Ansaugbrücke, eine Gurke drin stecken. Ja, wahrscheinlich. Aber der Glasdeckel klemmt. Also ich glaube nicht, dass der platt ist. Glaube ich nicht. Achso, mir hat einer noch freundlicherweise noch einen Zacknagel hinten in den Reifen gestochen. Das sind die besten. 2015er Zahnriemen. Aber der ist schon mal fällig. Cool, dass er ein Siebensitzer ist. Das finde ich cool. Der sieht auch noch hier ganz schick aus. Ich meine, der Siebensitzt immerhin noch. Letztens noch eine Diskussion gehabt, das sind doch nur Kindersitze. Ich so, nein. Nein, das sind Siebensitzer. Ja, aber wenn das Erwachsene sind, dann dürfen da keine Kinder rein. Ich so, nein, der hat zwar keinen Isofix, das hat das Nachfolgemodell. Das ist total Quatsch. Das ist ein ganz normales Auto, was für 7 Leute zugelassen ist. Monocasque designed bei Porsche, weiß ich. Braucht man nicht über nachdenken, ist natürlich nicht sonderlich bequem. Aber es sind Siebensitzer. Ja, mein Kumpel, der ist über 1,90, der hat hinten Platz gehabt und sagt, das geht für Kurzstrecke, reicht das. Das reicht. Du, zum Eiern reicht das. So Anhängerkupplung hat er, den einzigen Rostfleck da hinten hat er. Motor. Hupe da, das kennst du ja. Motor noch. TÜV hat er ja, sagst du ja. Ja, TÜV hat er lange auch gedacht. Sieht auch dementsprechend wahrscheinlich aus. Ja, wie auch noch TÜV aus, die Kiste. Ja, also wenn du den retten kannst für mich, ich wäre dann dankbar. Ja, Werkstattaufträge mache ich nicht. Nein. Ich bin halt Händler. Als Gruppenprojekt. Aber du kannst mir auf jeden Fall auf YouTube angucken, was wir für den Fehler suchen. Weil da bin ich auch so ein bisschen angefixt drauf. Weil das ist mal interessant, was das ist. Ja, klar. 1,16V ist dann ein Problemmotor. Die haben nämlich... Ja, das ist auch so. Weil die haben immer gerne mal Kolbenkipper. Die haben allgemein Probleme. Müssen wir gucken, was ist das? Kolbenkipper. Die Kolben kiffen sich ein. Also das ist, wenn er so ein bisschen so... Du weißt ja, was hat ein AGR-Ventil und ein Grüner in der Politik gemeinsam? Beide verkokst. Ja, gar nicht mal weit weg. Ich hab alles dabei. Ja. Ja. Spenden sind immer gut. Alter, das ist der wildeste Klemmbrett von allen. Ja, ne? Das ist alles drin. Guck mal. Geil. Noch weiter. Schön drauf jetzt. Gut, weiter. Weiter hoch noch. Kann ich auch machen, warte. Ich fahr dich mal. Ach ja. Er wollte selber drauf fahren. Kann er machen. Was auf 4er 7 sitzt, hat ein schönes Auto. Also, ich würde mal spontan mal so behaupten, dass der Motor definitiv einen weg hat. Wenn er schon Benzin im Öl hat und so, wird er ziemlich im Arsch sein. Also heißt, ziemlich ein bisschen im Arsch sein. Also, ich so viel Hoffnung sehe ich in der Kiste nicht mehr. Wir können mal gucken, woran das liegt. Das ist halt immer sehr interessant, finde ich. Vom Gedanken her. Aber er hat mal ein Abenteuer, dass er auf so eine Karre rauffahren kann. Weiter, 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 Gott! Steht! Siehste, aufgeladen. Alter Schwede, cooler Typ. War fast schon überrumpelt. Er hat mir gerade noch seine ganze Sammlung gezeigt. Er hat noch hier so, wie soll ich sagen, also mit PC-Scanner. Also mehr als das. Junge, ich hab da eine Wohnung. Aber war cool.
Preis war auch fair für den Wagen. Ich war auch fair tatsächlich. Ich hätte auch, glaube ich, viel weniger sagen können zu ihm. Aber war auch Quatsch, ne? Letztendlich. Saphira ist ein Siebensitzer und wir gucken mal, was er hat, würde ich sagen. Wir haben auch mal die Haube auf, messen wir Kompression. Ich glaube, dass der irgendwas hat mit einem Zylinder. Läuft voll rund, aber ich schätze mal, irgendwas stimmt nicht. Oder läuft zu fett, eins von beiden. Also die Chancen sind so 50-50, ob er dann läuft oder nicht läuft. Wollt ihr das im Video sehen? Oder was meint ihr? Ich glaube, das wird voll interessant. Oberinteressant, interessanter geht's gar nicht. Und hier, der LKW läuft gut, kann ich auch nicht meckern. Gute Arbeit, schon aufgeladen hat er gerade. Bin ganz stolz auf meinen Kleinen. So, auf nach Hause, Feierabend. Auch noch beim Nachgetragen für meine Dokumente oder für meinen Kopf hier. Bei den Saphira kannst du eigentlich nur ganz gut arbeiten mit. Weil Siebensitzer dann halt gesucht und hier, ja, der Preis, den ich bezahlt habe, ist auch fair. Also das heißt, egal was ich tue, eigentlich kann ich bei dem Auto nur gewinnen. Entweder halt ein bisschen oder halt viel. Und hier habe ich auch so gesagt, wie es ist. Aber besser auf der Augen, besser bei mir als irgendwo anders. Fand ich auch korrekt von ihm, muss ich ehrlich sagen. Feiner Kerl. Guten Morgen, Freunde. Ist der nächste Morgen. Mein LKW läuft gerade schon. Ich hörte ihn da vor sich hin dieseln. Oh, läuft halt auch schon. Das ist auch schon mal gut. Anderwaldig. Der hält Luft über Nacht. Du kannst uns 2-3 Tage stehen lassen. Luft ist kein Problem. Naja, Fakt ist, ihr seht ja, er ist hinten drauf. Und jetzt kommt noch mal nach, warum der Wagen im Arsch sein sollte. Das ist ja eben ein Grund haben, warum er so klackert. Und vor allem muss er auch einen Grund haben, warum er mega, mega viel Benzin im Öl hat. Der wird viel zu fett laufen. Und mit Glück hat es eine Lambda-Sonde in den Arsch. Und das Öl einfach mega dünn und deswegen klackert er so. Das könnte sein. Oder das Problem ist größer. Der weiß das schon. Der 1.6er-16V, den ich nicht hatte, beliebteste Motor an dem Auto. Aber wir können schon mal schauen. Hab schon mal eine Export-Jungs ein bisschen angefunkt, ein bisschen gefragt. Haben schon viele haben da schon hier drauf eingeschlagen, die auch Bock drauf hätten. Aber wer weiß. Vielleicht ist es auch geiler, den wieder auf die Straße zu kriegen. Vielleicht das ultimative Ding, oder nicht? Wenn der wieder läuft. Gucken wir mal. Kommen in Friedeburg. Jetzt können wir mal gucken, was der Kollege so hat. Vielleicht kriegen wir ihn ja schnell wieder ins Laufen. Also eine Kiste ist mit 1,5 Jahren TÜV. Wenn sie heile ist, hätte die Kohle wert. Aber nur, wenn sie heile ist. Das könnte bei der natürlich ein Problem werden. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist der Bruder noch eine Kleinigkeit. Kann alles sein. Ja, und wenn nicht, dann müssen wir ihn nach Afrika schieben. Dann ist er halt weg. Dann hat sich das Thema halt erledigt mit dem Auto. Da schade drum, aber weil es halt ein Siebensitzer ist, ne? So, dass im Autohandel ist Siebensitzer so der Scheiß. Das läuft echt gut da. Ich hab die Arbeit gebracht. So läuft das. Aber ich hab dir auch Arbeit gebracht. Komm, guck mal. Der Saphira hat einen Vorteil. Der Motor klackert wie blöde. Und läuft warm tut der Scheiß an der Wasser, hat Benzin im Öl. Ja. Bin gespannt. Aber guck mal, 1,5 Jahre TÜV und hier, guck mal, hier, er hier. Was ist der hier? Siebensitzer. Ja, gut. Da dünnen die Export-Augen wieder. Ja, die egal. Und Klimaanlage. Ich mag's auch nicht so gerne. Machst du da einen Grundheim ab? Dann geh ich mal rein und halt mal sicher zur Handbremse. Ja, der Golf hat doch ein bisschen mehr, wie wir dachten. Der hat einiges, ne? Warte! Ja? Drüben Auto. Drüben ist Abschnitt, hab ich gemacht. Da liegt er noch aber, ne? Kann sein. Ja, das liegt da noch. Deswegen sieht das so aus. Warte, ich lass ihn mal runterrollen. Ja, darauf ist er ja schon. Ja, ja. Sahne, Kacke. Hören die an! Alter! Kommt irgendwo vom Kopf das Klappern. Das ist, glaube ich, gar nicht mal kaputt, das Auto groß. Nur so ein bisschen kaputt. Super! Ich dachte, das ist die Steuerkette, aber der hat einen Zahnriemen. Das könnte schwer werden mit der Steuerkette klappern, wenn du einen Zahnriemen hast. Hohe Lampe ist an und wenn er warm ist, läuft er hier, ruckelt er.
Perfekt runden, ne? Das war echt gut sonst. Nockenwelle mal also, oder was kann das sein? Das war eben, ja eben. Sind die da anfällig? Weiß ich nicht. 1,616 V, ich glaube, der ist überall anfällig. Dafür ist er bekannt. Boah, wir gucken mal. Auf jeden Fall 1,5 Jahre TÜV. Und dann, man kann ihn auf jeden Fall schon mal vom Schiff runterfahren. Das sind neue Plaketten. Den haben wir hier angemeldet, noch gefahren, über den Hof, da über die Stadt, testweise fahren. Und da hat er direkt danach die Plakette abgekratzt und dann mit so einem QR-Code abgemeldet. Ja, man kann sowieso jetzt 10 Tage mit dem Auto rumfahren, ne? Ja, seit dieses Jahr oder September oder so. Soll kommen jetzt. Das ist geil für dich. Jetzt ist September. Das ist geil, da brauchst du keinen TÜV 10 Tage. Oder wie läuft das? 10 Tage lang kannst du rumeiern. 10 Tage ohne TÜV oder wie läuft das? So hab ich das, ich weiß nicht genau, aber sowieso. Ja. Klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht mit 10 Tagen ohne TÜV. Bevor ich Stoppelfeldrenner ab jetzt auf eigener Achse zum Rennen. Ja, mal gucken, wir müssen mal reinlesen. Ich finde das sehr interessant werden. Perfekt für so Gurkenreiter wie mich. Nach 10 Tagen ist eh langweilig. Oh, alle Teile sind da. Aber keine Feder, wa? Nee. Schöne Scheiße. Das sind die Stoßdämpfer gewesen. Von der Angelika, aber das sind nicht, definitiv nicht die Dinger, die wir eigentlich brauchen heute. Ja, und habt ihr gehört, der Golf 4 ist durchgerosteter als gedacht. Naja, irgendwas ist immer, hätten wir fast denken können. Ja, ob der wirklich gut rettbar ist, der Wagen. Ich will da mal ein bisschen dran rumzweifeln. Ne? Also wie gesagt, das klingt schon übel, das Ding. Ja, ob das noch ein Top-Gebrauchwagen wird hier. Aber auf jeden Fall ist er jetzt hier. Das heißt, wir müssen das Beste daraus machen. Und wir können auf jeden Fall mal gucken, was er hat. Harrys Daily Driver Topolino ist kaputt. Der hat Wasserprobleme. Sift hier raus, sift da rauf und da runter. Wenn das nur undicht wäre, ja kein Problem. Aber das ist scheiße hier. Und so kriegen wir das nicht dicht, ja? Nein. Halt nicht. Aber währenddessen, Elvis auch, der hat uns noch ein Auto gebracht. Schon wieder eine Gurke mehr. Da ist er ja, der Elvis. Genau. Und wo hast du dieses Sahnestück schon wieder her? Ja. Das Sahnestück kommt von unserem Hof diesmal. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Ja. Aber noch 148 gelaufen. Das ist ja für unsere Sahnestückverhältnisse noch okay. Ja, kann man wohl sagen. Ne, finde ich. Gibt schlimmere Sahnestücke. Genau. Guck mal, der Motor 1 Zopf. Kannst du noch mal gucken? Warte mal. Was ist da drin? Ein Zweier, ein Liter, ein Vierer? Da fragst du mir jetzt erst zu viel. Das ist, glaube ich, ein Zweier, ein Sechser? Ein Zweier gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gab nur einen Liter und einen Vierer. Das ist ein Vierer. 6N ist auch nicht so mein Gebiet, aber ein Vierer ist schon mal gut. Ja. Hat er schon mal 60 PS. Ja. Gute neue Batterie, ne? Ja, die Batterie glänzt richtig. Energy steht da drauf. Ja. Ja, nicht schlecht. Ne? Ist ein richtiges Poloch, als man die so kennt. Ja. Ne? Das stimmt. Sogenanntes Gurkenauto. Währenddessen klötert der so vor sich hin. Ist auch geil. Oh, oh, oh. Das wird wahrscheinlich nach Afrika wandern, das Gerät hier. Aber das ist eine andere Geschichte. Ganz ruhig, mein Kleiner. Klapper nicht ganz kaputt. Das ist eine echte Klapperkarre. Klapperkiste kann er. Ja. Hast du keinen mehr zu verkaufen? Hm? Hast du kein Auto mehr zu verkaufen? Oh, sind gerade wieder dabei, ne? Wie welches zu schaffen. Ja. Brauchst du was? Ja. Ja, vielleicht habe ich hier. Weißt du, warum ich hier bin? Hm? Kann ich ruhig sagen. Wir haben keine Autos mehr mit TÜV. Ja, TÜV ist ein Problem. Ja. Hat der noch TÜV? Nee. Oh. Das ist abgelaufen. Dann kannst du ihn ja auch hier lassen. Nee, den lass ich nicht. Muss jetzt wieder hin, hast recht. Ja. Ne? Aber ich habe ein Abgasproblem. Ach ja, aber hast du auch gemacht oder was? Oh, war scheiße. Einmal zu hoch. Ja. CO-Werte und jetzt ist das zu tief. Zu tief geht doch alle gar nicht. Oder ist der hier Lambda-Wert zu hoch? Das Lambda-Wert ist zu hoch? Ja, dann ist der Auspuff undicht. Ja, habe ich auch gesagt, dass der Kopf. Haben Sie bei der AU hier ein Dingsen reingetüdelt, einen Putzlappen hinten rein oder irgendwas? Ja, hatten sie gemacht. Ja, dann war da auf einmal. Dann war zu hoch? Ja. Okay, dann ist der Auspuff in den Arsch und wahrscheinlich dein Cut platt. Ja, das ausgekattet. Ne? Universal-Cut für V8 weiß ich gar nicht, wo man den kriegen kann. Noch nie gehabt bisher. Ja. Gibt's, aber kostet Geld. Ja. Hast du den Original noch unter oder welchen hast du unter? Original unter. Ja, das ist der Originale. Ja.
Liegt doch irgendwo auf dem Rahmen auf. Scheiße. 089. Ja, das ist der gute noch. Ja. Aber hier haben sie nicht an rumgeklopft. Nee, da haben sie nichts gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Also der Riemen ist jetzt auf Top. Ja, untenrum geht er, finde ich auch. Ja. Obenrum ist er ein bisschen mitgenommen, aber der ist ja schon ein paar Jahre älter. Darf er auch. Ja, soll man ihn gönnen. Oh. Hier so eine Sahnekiste. Aber ja, läuft ja ganz gut, da kann man nicht meckern. Der läuft leiser als der Topolino auf jeden Fall. Aber er hat Lampe und ABS an, man kennt ihn. Okay, laufen Sie doch okay, kann man nicht meckern. Kannst du nicht meckern. Der war gestern wohl zum TÜV, bestanden wegen dieser Lampe da. Da brauchst du gar nicht hinfahren, wann die an sind. Mein Airbag ABS an, das brauchst du gar nicht probieren. Weißt du, was passiert ist? Die waren aus. Ja. Er hat auf der Hupe gehupt, also mit einem, er hat einen Hammer in der Hand gehabt. Ja. Hat er mit dem Schock einfach so draufgehauen. Und dann hat er gehupt. Ja. Was sollte das denn? Und jetzt ist die Airbag lang. Seitdem ist sie auch an. Ja gut, war ABS. Die war an. Ja gut, dann kriegst du keinen TÜV. Ja. Wenn du ABS hast und ABS nicht funktioniert, ist TÜV erledigt. Ja, genau. Das ist der Nachteil. Okay, du kriegst eine Eistüte vors Gesicht. Das war Gordon, Nico. Das Geld bald. Hab ich gehört, ja. Manager. Das war Polo auch ein bisschen nass, ja. Aber das kommt doch von meinem Mann wieder. Ich finde den Polo gar nicht, weil wir den Airbag-Fehler finden, ist ja relativ schnell wieder durch den TÜV. Boah, ja. Finden wir den Airbag-Fehler. Mal kann gucken. Eine Werkstatt machen, ne? Oder hast du auch hier diese... Mit Glück, wie bei dem hier Kabel und am Beifahrersitz. Mit Glück. Ja. Oder will ich denn mit Glück? Was für ein Glück? Mit Elvis im Polo, dass die Airbag-Leuchte an. Der ABS wird jetzt gerade ausgegangen. Okay. Auch Ross kann er, ne? Ross kann der hier, kann er. Ja. Alter, Ross kann er. Ross kann er richtig, wa? Guck mal, das ist alles neu schon. Ja, das... Alles. Alter, der hat überall, also alles geschweißt. Die ganze Schwelle, das ist alles schon... Flickenteppich, ja? Das hat er alles vor einem Jahr schon hinter sich. Oder der alle... Krass. Die Kamera ist wirklich... Ja. Elvis Augen werden groß. Was ist das für ein Baujahr? Was ist das für ein Baujahr? 2000 ist der, glaube ich, dieser hier. Ja, okay. Das ist halt... Ein schönes Auto, ne? Der ist gut, deswegen haben wir ihn ja geholt. Oh, okay. Gute ist, er ist halt ein Viertürer, ne? Ja, das ist noch... Der hat sogar noch, wie er jetzt hier steht, ein Jahr TÜV. Tatsächlich. Wow. Dann wäre er günstiger. Wow. Und ist, Alter, Elvis, da ist dein Motor drin. 1,4er 16V. Oh, noch besser. Den kennst du doch am besten. Oh, da fahre ich gerne mit. Kannst du mal vorne gehen. Ja. Gordon, bis gleich. Ich muss mal gucken, was du hier sagen, was du da für den Jahr tust. Oh, was machst du? Oh, nee, ist nicht schlimm, ist normal. Ach so. Das ist schon mal vorher schon mal abgebrochen. Okay. Ich muss da mal wieder kleben. Ah nee, ich hab den anderen geklebt. Ah, scheiße. Das ist hier umgestellt. Ja, ja, ich hab die, weißt du, da haben wir noch das US-Car-Treffen hier gehabt. Ja. Da haben natürlich alle US-Cars in die US-Car-Ecke gestellt. Geschüttet, Junge. Ja, war krass, ne? Der Regen war hart. Aber willst du machen? Ja. Sollen wir beim Polospiegel wieder kleben? Da kommt keiner. Guck mal, der hat noch einen Bruder, aber der hat aber keinen TÜV mehr. Der muss mal TÜV kriegen. Mal TÜV kriegen wieder. Mhm. Aber der ist tatsächlich auch noch fast besser als der andere. Ja, pass mal auf. Melanie braucht ja unbedingt ein Auto. Ja. Dann musst du mir sagen, was wir von dem Golf haben. Ja, die willst du natürlich, der ist natürlich ohne TÜV günstiger. Wir machen ja natürlich schon mal, wir speisen den trotzdem durch jetzt. Ne? Ja, hat er noch TÜV oder hat er keinen? Der hat noch ein Jahr. Ich glaube, Juli 24 hat er, glaube ich. Juli oder? Ich glaube, ja. Juli. Ja, was willst du dafür sehen? Ach, muss ich mir dann durchrechnen. Ich habe noch gar nicht mal. Ich denke mir mal was aus. Ja? So. Erstmal. Ja, aber da kriegen wir schon so einen Spezial-Elvis-Kurs hin, glaube ich. So, kommen gerade von draußen wieder. Sachen gibt's, ne? Na, erstmal habe ich bei Hickey jetzt gerade noch ein Fahrrad für Hanna gekauft, beziehungsweise mit einer Frau zu kaufen, aber ich habe es bezahlt, also ehrlich gekauft. Das Hanna ist ein neues Schulfahrrad, auf dem Weg zum Fahrrad, halt zur Schule halt. Und so, weißt du, dafür ist gedacht. Geiles Ding, so mit Radnamen-Dynamo und so, ist okay. Ja, wie ist es ausgegangen? Weil ihr seht ja, das sieht immer noch aus, weil groß gearbeitet habe ich noch nicht. Wie soll ich es noch machen? Ich habe wohl schon gearbeitet, weil ich Geld verdient habe, aber sonst nicht. Elvis hat den Golf gekauft. Den Golf 4. Den hier, den blauen da, den Viertürer. Den wir gestern Probe gefahren haben, wo das Schaltgestänge so tüdelig ist. Hat ihn so gekauft, wie er ist. Mit hier ein Jahr TÜV. Und dann ist er auch in seinem Budget irgendwie drin, sagt er. Und naja, es hat Elvis einen Golf und ich habe nicht viel Geld verdient. Also geldtechnisch, wenn ich Gordon mit draufrechne, ist für mich eine Nullnummer. Aber halt hier, ist doch schön, dass er ein neues Auto hat. Und ich habe auch gesagt, wenn ich mal brauchen sollte, mal wieder,
als hier als zweiten Fahrer mit seinem Langstreckengolf. Dann haben wir einen neuen Langstreckengolf. Fertig. Gut, will ich mal sagen, unser Autohandel beginnt, weil wir haben das erste Auto verkauft. Seit langem mal wieder. Schön, ne? Auch wenn es nicht gerade unbedingt der hier Heilsbringer war und sowas. Es geht aber weiter. Also, ich habe angekauft einen Polo 6N von Elvis, den alten, mit Mängelliste vom TÜV von vor 2 Tagen. Einziger Mangel ist ABS-Leuchte, Airbag-Leuchte ist an. Naja, ABS-Leuchte hat sich gerade schon abgeschaltet beim Fahren. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang, schon der ABS-Sensor zu spinnen bei dem Ding oder was. Was weiß ich. Das ist mal ganz cool. Und hier, ja, Airbag müssen wir mal gucken, was das ist. Airbag ist das Einzige, was noch ein bisschen hier, man weiß ja nicht, woran das liegt immer, ne? Mal gucken. Also, haben wir einen kleinen Wagen gewonnen. Gut, Freunde, aber das war's mit dem Video jetzt. Weil ich habe es genug gefilmt. Das ist ein mega langes Video schon, glaube ich, weil das mega viel Kram entstanden ist. Aber ihr seht ja, wenn wir Autohandel machen, haben wir immer Arbeit. Morgen geht es weiter mit dem Opel Zafira, was damit ist. Das hat der Motor. Warum ist der Motor so am vor sich hin klappern da? Das kann das sein. Sollten wir mal nachgucken. Aber vorher räume ich ein bisschen auf, weil der 6er braucht einen ordentlichen Stellplatz. Ich fahre manchmal von A nach B immer aus dem Weg. Das ist totaler Mist. Der muss irgendwo stehen, wo er nicht stört. Der Golf 3, Golf 4 da hinten, der kann raus, der kann draußen warten, bis seine Reifen ankommen. Wir müssen heute eigentlich per Post ankommen, weil er von eBay kauft. Ich hoffe natürlich nicht unbedingt, die teuersten Reifen dafür, logischerweise. Das sind jetzt hier, ich glaube, übliche Linglongs, ein bisschen bessere Linglongs, aber nicht die billigsten, kriegt da hinten drauf. Und dann kann der auch fast schon mal zum TÜV. Gucken wir mal. Gut, Freunde, das war's. Gordon schmeißt jetzt noch in den Golf fertig, für Elvis den. Da kommt die neue Fähre noch hinten rein, wenn die nachher noch kommen sollte. Können wir mal gucken, ob die schon da ist vielleicht. Und dann ist das Ding schon mal abgehakt und wir haben ein Auto weniger auf dem Hof und schon wieder 3 mehr. Läuft. Munter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.